بسم الله الرحمن الرحيم. Dieser Ibn Qudama hat fünf Bücher oder fünf Werke im Bereich der hanbalitischen Rechtsschule oder im Bereich des Fiqh allgemein verfasst. Und vielleicht gehe ich kurz diese durch. Und zwar, er verfasste zum einen ein Werk namens Umdatul Fiqh. Das ist ein kleines Werk, bestehend aus einem Band, geeignet für den reinen Einstieg in den Bereich des Fiqh, für den reinen Einsteiger, damit man oder einen Überblick hat, was ist Fiqh, was sind die Fiqh-Bücher, worum geht es, welche Themenbereiche werden angesprochen. Und dann hat er im zweiten Schritt oder in der zweiten Phase hat er zwei Werke verfasst. Das eine Al-Muqni' und das andere Al-Hadi, dieses Buch, was wir hier studieren. Diese zwei Werke sind auch für Studenten, die sich noch am Anfang des Studiums befinden. Und das Werk, und das ist interessant für uns, welches wir hier studieren werden, inshallah, in den nächsten Monaten und vielleicht auch in den nächsten Jahren, mit Allahs Erlaubnis, hat er, ihr werdet das heute auch inshallah sehen, hat er wie folgt aufgebaut. Er erwähnt ein Kapitel, dann erwähnt er Unterkapitel. Und dann geht er kurz und knapp auf eine Fiqh-Angelegenheit ein. Und er erwähnt dann, dass es hierbei zum Beispiel zwei Ansichten in der Rechtsschule, in der hanbalitischen Rechtsschule gibt. Ohne zu erwähnen, welche Ansicht die stärkere oder die vorzuziehende Ansicht ist und ohne im Normalfall einen Beweis zu nennen. Er möchte hier, was möchte er machen mit uns in dieser Stufe, in dieser Phase? Er möchte uns Stück für Stück in diesem Buch trainieren, dass wir wissen, okay, das ist das Kapitel, darum geht es, um diese Thematik geht es. Zum Beispiel geht es jetzt hier um Wasser. Und dann erwähnt er im Nebensatz, achte, pass auf, o Schüler des Wissens, es gibt hierbei in unserer Rechtsschule, also er meint unsere Rechtsschule, damit die hanbalitische Rechtsschule, es gibt hier verschiedene Ansichten. Mehr sage ich dir nicht. Dann schweigt er. Danach gehen wir nochmal wieder zurück zu den Büchern. Wir hatten gesagt, das ist die zweite Stufe. Immer noch die Stufe der Anfänger. Dann hat er ein anderes Buch, ein weiteres Buch, das ist dann das vierte Buch, verfasst. Das ist ein dickeres Buch, bestehend aus vier bzw. fünf Bändern. Das nennt sich Al-Kafi. Das ist dann ein Fiqh-Buch, wo er dann die Beweise erwähnt und wie man argumentiert und weswegen diese Meinung der anderen vorgezogen wird. Da geht er dann wirklich ausführlich auf die Thematiken ein. Und diese Stufe, wenn man also das vierte Buch, wir hatten gesagt, das erste Buch ist Umdatul Fiqh, dann die zweite, in der zweiten Phase oder in der zweiten Stufe hat er zwei Bücher, Al-Muqni' und Al-Hadi, unser Buch hier. Und in der dritten Phase hat er Al-Kafi, das ist ausführlich, das ist für den fortgeschrittenen Schüler des Wissens, der schon mehrere andere Bücher studiert hat und der schon seit langem sich mit dem Wissen und dem Studieren des Fiqh beschäftigt. Das ist der Student, der schon zum Beispiel an der Universität studiert, wenn man das so sagen möchte. Und dann hat er für die letzte Phase sein Meisterwerk Al-Mughni, welches aus 14 Bändern besteht, verfasst. Dieses Werk ist, wie schon erwähnt, ein Meisterwerk. Er erwähnt dort eine Thematik. Das ist die Ansicht von Ahmad, das ist die Ansicht von Shafi'i, das ist die Ansicht von Malik. Das sind die Beweise von Ahmad, das sind die Beweise von Shafi'i, das sind die Beweise von Malik. Dann nimmt er diese Beweise und er antwortet darauf. Diese Ansicht, die ist stärker und diese Ansicht wird widerlegt. Das ist dann für den Mujtahid, für den Großgelehrten, für den Professor. Das ist dann sozusagen im Fiqh die letzte
die letzte Stufe. Und das ist ein, wie schon erwähnt, ein unglaubliches Werk. Und nach ihm wurde so ein Werk nicht nochmal verfasst. Und alle, die nach ihm gekommen sind, egal ob Hanbeliten oder Nicht-Hanbeliten, selbst Anhänger der anderen Rechtsschule, so kehren sie oft zu diesem Buch zurück, um zu schauen, was war die, selbst der Schafi'i, der Maliki, kehrt zu diesem Buch zurück. Was war die Ansicht in unserer Rechtsschule hierbei? Wie ist unsere Rechtsschule hierbei vorgegangen? Na,